Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descent und heute wahrscheinlich eine der wichtigsten Videos, die ich bisher gemacht habe. Heute wieder Dinge herausgefunden, die richtig mindblowing sind. Ich würde sagen, wir fangen mit dem wenigsten mindblowing an und gehen dann zu dem krassesten. Ja, drei Sachen habe ich heute für euch mit dabei und die sind wirklich, wirklich krass. Also das erste, das ist wahrscheinlich, das werden die meisten von euch schon mal gesehen haben. Gerade die Spieler, die schon auf schwer sind. Das hier ist ja das quasi Wiki von The First Descendant. Und vielleicht wart ihr hier schon mal in externe Komponente drin. Wenn nicht, dann solltet ihr das auf jeden Fall mal machen, weil externe Komponenten sind nicht gleich externe Komponenten. Gerade auf schwer kommt da etwas hinzu, ihr seht es hier gerade schon, was nochmal einen extrem krassen Impact auf eure Builds und eure Charakter haben. Zum Beispiel hier das Tapferkeitshilfsaggregat, was euch LP Wiederherstellung gibt, wenn ihr 2er-Set habt oder bei einem 4er-Set sogar noch einen richtig krassen Effekt obendrauf. Davon gibt es ganz viele verschiedene, zum Beispiel den Supernova, das Supernova externe, denn Sprachenlernen Bubble. Das Supernova externe Komponent, was extrem gut ist für Bunny oder das, was ich aktuell nutze für Glay, was die Fertigkeit Dauer erhöht und den Schaden, wenn ihr wenig Leben habt. Diese Komponenten könnt ihr erst freischalten, wenn ihr auf dem Schwierigkeitsmodus schwer seid und wenn ihr diese Bosse hier besiegt. Jeder Boss hat ein anderes Loot-Table für diese schweren Items. Wenn ihr zum Beispiel mal das Hilfsaggregat nehmen wollt, beziehungsweise farmen wollt, was ich auch auf Glay habe, Auslöscher-Hilfsaggregat, das findet ihr nur beim Verschlinger. Das bedeutet, ihr müsstet den Verschlinger hier farmen. Der gibt immer zwei Komponenten, wenn ihr ihn einmal besiegt. Und ja, könnt hier diese externen Komponenten farmen. Auf jeden Fall sehr wichtig, das mal gehört zu haben, gerade wenn ihr euren Bild nochmal auf das nächste Level heben wollt. Farmen ist auch ein richtig gutes Stichwort, weil beim nächsten Tipp geht es auch um Farmen. Und das hat mich auch, das war für mich auch mindblowing. Also es gibt ein paar Dinge, die man für Charakter und für Waffen farmen muss. Oder auch für eure Kristalle oder was auch immer ihr gerade bauen wollt. Wie zum Beispiel diese Gehörne hier. Und wie der ein oder andere von euch wird wissen, diese Gehörne werden von Missionsmonstern fallen gelassen. Und da ist es ganz wichtig zu wissen, dass obwohl hier steht, dass das nur von schweren Monstern, also auf dem Schwierigkeitsmodus schwer, fallen gelassen wird, ebenfalls auch von Monstern auf Schwierigkeitsstufe normal fallen lassen wird. Ich habe heute für Ultimate Bunny gefarmt und musste dort Infiltrationen machen. Und in dieser Infiltration habe ich am Ende immer ein Item für Ultimate Bunny bekommen. Spezielles Biometall. Hier steht zwar schwer die strategischen Außenposten, aber diese Außenposten könnt ihr auch auf normal machen. Und jetzt kommt das Krasse. Auf schwer haben die Bosse, diese Elite-Gegner, keine 100% Chance, dieses Item fallen zu lassen. Auf normal aber schon. Das heißt, für all da draußen, die diese Items farmen bei Monstern, als Monster-Drop, würde ich ganz doll raten, farmt das auf normal. Gerade wenn ihr hier zum Beispiel Bunny farmen wollt, sowohl der verschlüsselte Neuralschaltkreis als auch das Biometall werden von Monstern gedroppt. Und da würde ich euch ganz doll empfehlen, versucht das mal auf normal zu machen, anstatt auf schwer in der gleichen Mission. Und ich wette mit euch, dort kriegt ihr mehr raus, als wenn ihr das gleiche auf schwer macht. Und beim dritten, Leute, das ist wirklich mindblowing. Das werden bestimmt schon der ein oder andere von euch wissen und auch vielleicht sogar anwenden. Aber ich denke mal, die allermeisten von euch werden, wie ich, eine Waffe haben, die sie extrem hochpushen. Das kann wie bei mir zum Beispiel der Zähmer sein. Ich weiß aber, viele nehmen auch den Donnerkäfig oder einige nehmen auch irgendwas anderes. Aber viele von euch, ich denke mal, da spreche ich so für 95% der Leute, werden die Standard-Munitionswaffe am meisten nutzen, am meisten hochgelevelt haben und auch als ihre Daily-Waffe nutzen, so wie ich hier auch den Zähmer. Und vielleicht habt ihr dann auch auf dem Schwierigkeitsmodus schwer hier und da mal das Problem mit Munition. Wenn es so ist, dann habe ich jetzt den ultra-ultra-Top-Tipp für euch, den ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Was ihr machen müsst, ist euch eine zweite Waffe nehmen mit Standard-Munition. Hier in meinem Fall göttliche Bestrafung oder verlorene Hoffnung. Und was ihr dann einfach macht, ist in dieser Waffe einmal ein Modul reinzupacken, was
Munition umwandelt. Da gibt es zwei Stück von. Wenn ihr es auf die Spitze treiben wollt, könnt ihr auch das nochmal in der dritten Waffe machen. Hier in dem Fall, ich kriege 0,25 pro 0,25 Kugeln eine Standardmunition für Einschlagmunition. Ich habe hier 60% mehr Standardmunition und hier nochmal 50% Standardmunition. Auf einer ganz anderen Waffe. Also meine Zähmer ist immer noch genauso, wie es vorher war. Immer noch komplett auf maximalen DPS, 425.000 DPS. Ich weiß, Leute, in den Kommentaren, das geht noch mehr, aber das ist jetzt gerade hier nur zur Veranschaulichung. Und hier ist nichts mit mehr Munition drin. Aber wenn wir jetzt mal in den Boss gehen, als Beispiel den Verschlinger, um euch auch mal zu zeigen wegen den Drops, dann werdet ihr sehen, dass ich, wenn ich... Ja, ich werde es gleich einfach sehen. Das ist schwierig zu erklären. Ich werde es euch einfach erklären on the fly, wenn es soweit ist. Also erstmal am Anfang, ganz normal, 100 in Munition im Magazin und 300 mit dabei. Jetzt werde ich hier ganz normal gegen den Verschlinger kämpfen. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt erkläre ich euch, was ich genau tue und wieso ich es tue. Ich will da nicht vorweggreifen. Ich bin auch schon ein bisschen, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich, als ich das heute im Stream erfahren habe, Shoutout geht raus an Yuko, war ich mindblown. Mindblown, wirklich. So, wir killen hier mal ein paar Gegner. So. Der Boss ist eher zweitrangig. Ich will euch das gleich mit der Munition zeigen. Ihr seht jetzt meine Munition. Ich habe jetzt gleich nur noch ein Magazin und dann bin ich leer. Jetzt. Nur noch ein Magazin und dann quasi leer. Aber da vorne seht ihr grüne Munition. Habt ihr das gesehen? Die grüne Munition wurde zu normaler Munition. Und ich habe wieder 368. Aber das ist noch nicht alles. Eure maximale Munition, zumindest auch meine maximale Munition, ist bei über 800. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist ganz kurz Dreieck drücken, auf die andere Waffe wechseln und dann die jeweilige Munition einsammeln. Ich werde jetzt hier nochmal die Asseln hier besiegen, um euch das nochmal mehr zu demonstrieren. Da ist nochmal normale Munition, die nehmen wir natürlich auch. 587! Und wieder auf die andere Waffe wechseln. Hier rüber. 839. Also für alle da draußen, die auch nur im Entferntesten ein wenig Munitionsprobleme haben, Leute, das ist der Way to go. Dann, wo ich gerade beim Boss bin, noch eine coole Sache. Wenn ihr mal beim Boss den, war wie R3, was ist das Ding nochmal? Den, seht ihr das? Wie heißt es denn nochmal? Dieses Radar benutzt, dann seht ihr oben unter der Bossleiste seine Ultimate-Anzeige und seht, wann die voll ist. So, aber was ich euch auch zeigen wollte, zwei von den gelben Items sind jetzt immer diese Aushilfs, wie heißt die nochmal? Auslöscher? Ja, Auslöscher. Das ist ein normaler Dingsbums, Reaktor. Auslöschersensor. Habt ihr gesehen, ne? Die beiden hier. Auslöschersensor. Hier könnt ihr das farmen und so halt bei allen Bossen. Gucken wir mal, was das Rot hier ist. Super leitende Bombardierung. Cool. Ja, das... Ja, ich glaube... Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das nutzen werdet. Ich sage euch nochmal die Module, was ich drin habe. Ihr könnt das hier nehmen, Einschlagmunition. Ihr könnt aber auch das Recycling nehmen... für die spezielle. Ihr könnt aber auch hier die nehmen. Sechs Kugeln in Schnellmunition für eine Spezialmunition. Das könnt ihr natürlich auch nochmal dreimal leveln. Dann kriegt ihr nochmal mehr raus. Da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt. Und ganz wichtig, natürlich auch das Magazin zu erhöhen. Und jetzt gerade, wo der Boss vorbei ist, habe ich trotzdem 661 Munition. Das ist wirklich, also für mich hat das komplette Game geändert, weil ich echt oft auch Munitionsknappheit hatte, gerade bei Bossen, die relativ viel Leben hatten, auf einem schweren Modus, so bei der Kapelle zum Beispiel, fällt mir sofort ein, da haben 300 Kugeln einfach nicht gereicht, egal ob es jetzt Glaive oder ein anderer Charakter, und das hat mir jetzt wirklich den Allerwertesten gerettet. Mega Tipp meiner Meinung nach, macht das gerne nach
Und ja, wenn ihr nicht so zum Worst Descendant verpassen wollt, dann gerne ein Follow dalassen. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like auf die Video freuen. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.